Vorrundenspieltag Nummer 3. Der Spieltag, an dem wir uns schon von der einen oder anderen Mannschaft verabschieden müssen. Und damit herzlich willkommen, Wolf Huth und Schweiz gegen Norwegen. Von der WM 2018, ja, so. Spannendes Spiel heute. Es geht um den Einzug in die K.O.-Runde. Es geht um den Ausgang dieser Vorrundengruppe. Hier ist die Aufstellung der Schweiz. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Lang. Und jetzt Shaqiri. Gemayli. Jetzt müssen sie aufpassen. Shaqiri. Jetzt vielleicht. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Die Gruppenphase endet für diese beiden Mannschaften. Heute, Buschi, das war ja eine interessante Gruppe, oder? Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Was war das denn für eine Antwort? Was? Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er hat den Ball, wird da was drauf. Feine rastet gerade komplett aus. Weiter die Schweizer, Vorteil. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Wieso? Da kommt er raus und hält den Ball. Die Schweizer haben den Ball. Schau wieder. Ole Christian Selnas. Das könnte die Chance werden. Ole Christian Selnas. Und jetzt die Chance. Hart gepfiffen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Die Schweizer kommen. Könnte jetzt was werden. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Was für geil. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Oh, klasse Kopfball. Aber kein Tor, mein Gott, war das knapp. Ole Christian Selnas. Wird's jetzt gefährlich? Das war etwas sehr optimistisch. Die Entfernung war doch zu groß. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Er zieht ab. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Jetzt gibt's Einwurf. Nur Shaqiri. Berami. So. Shaqiri. Xhaka. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Gemayli. Nein. Da verlieren sie den Ball. Johansson. Ole Christian Selnas. Gemayli. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Und da ist der Ball wieder weg. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Oh. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen.
Das bekommt er auch. Da steigt er wieder zu hart ein. Der Schiedsrichter hat keine andere Wahl. Nein, da muss er erneut gelb zeigen. Es ist die zweite und damit geht er vom Feld. Ja, nur beten. El Yunusi. Sehr gut aufgepasst. Norwegen kommt sowieso nicht ins Achtelfinale. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Da hat er nicht gut gezielt bei diesem Kopfball. Johansen. Ole Christian Selnas. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Klasse Aktion, Ball ist weg. Eins ist klar, es bleibt 0:0. Zur Halbzeit. Spiel fortsetzen. Schönes Spiel bislang. Und jetzt geht's hier weiter. Schiedsrichter pfeift die Partie wieder an. WM-Vorrundenspiel Nummer 3. Ich glaube, bislang ist hier keiner enttäuscht. Eine richtig interessante Partie. King. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jemaili. Super dazwischen gegangen. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt Shaqiri am Ball. Ah, den muss er besser verteidigen. Ole Christian Selnas. Ball bei den Schweizern. Berami. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und das ist der Ballverlust. Sauber vom Ball getrennt hier. Er ist noch heiß. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da kommt der Pass. Gute Aktion. Jetzt vielleicht. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Wechsel bei der Schweiz. So, Ecke kommt. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Ja, da hat einiges gefehlt. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Weg ist der Ball. Die Schweizer kommen. Und jetzt die Chance. Sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken. Das passt. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore. Ist doch klar. So. Die Schweizer nun vorne. Weiter geht's. El Yunusi. Das könnte gefährlich werden. King. Jetzt in der Anspielstation. Chaka. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Joshua King. Super gemacht vom Torwart. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Was machen Sie draus? Steven Zuber. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich... Das war eine Ansage. Und genau da muss der Ball hin, in den Winkel. Ja, und da gibt es dann auch nichts zu halten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das war eine Ansage. 2:0, bisher spielen sie hier... Ohne große Probleme. El Yunusi. Wird's jetzt gefährlich?
Gut verteidigt hier. Alter, wenn die mich weg. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. So, das sollte Ihnen jetzt Warnung genug sein. Noch einen Spieler zu verlieren, das können Sie sich nun wahrlich nicht leisten. Nein, Sie müssen sich zusammenreißen. Kein guter Freistoß. Ja, das können Sie viel, viel besser. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Josip Drmić. Weiter die Schweizer. Vorteil. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Josip Drmić. Jetzt vielleicht. Und hier ist der Torwart sicher. Er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler. Das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Jetzt der Angriff der Schweizer. Gut gesehen vom Schiri. Vorteil. Weiter die Schweiz. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Guter Pass jetzt. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Super dazwischen gegangen. Josip Drmić. Und jetzt die Chance. An die Latte. Flanke bleibt hängen. Rune Jahrstein. Der Unparteiische pfeift ab. Das Spiel ist beendet. Die Schweiz gewinnt. Ole Christian. 2-0. Was sagt die Tabelle dazu? Ja, okay, dann sehen wir uns wieder in dem Spiel Serbien gegen Saudi-Arabien. Tschüss und haut da rein.